Ja, Tachin, Tachin, meine Lieben. Heute sind wir mal im Pharmacy Simulator, also auf Deutsch gesagt, den Apotheken Simulator. Ist der Prolog davon. Und ich dachte, das Spiel hörte sich interessant an. Man könnte sich es mal angucken. So, ich muss aber erstmal zum Schild. Oh, mal gucken. Ja, ich bin eher so für Weiß oder so einen leichten Rotschimmer. Kriegen wir so einen Rotschimmer hin? So leicht, so. Ah. So, Moment, das wieder. So, genau. Aber nicht so, sondern. So. Ja, man sollte auch. So, genau, genau. Ich nehme so, genau. Und. So, das haben wir. Geh zum Computer und benutze, indem du die Taste E drückst. Ah, das kriegen wir hin, ne? Okay. So, habe ich gemacht. Apothekenregale. Ja, eine Apotheke und ein Regal ist ein bisschen schwierig. E-Exam, Bank, Pharmamedien. Also ist noch alles ein bisschen gesperrt. Speichern. Ja, was haben wir denn hier? Vitamine, Lagerregale, Beleuchtung kann man noch kaufen. Später, wenn das Spiel raus ist. Kosmetik. Aber wir haben Apothekenregale, ja, also da haue ich mal richtig, ja, 5 Stück im Warenkorb. Und dann soll ich jetzt Medikamente bestellen, oder? Ja, komm, da bestellen wir von allen Medikamenten hier mal was, komm. Also eine Apotheke muss ja ein bisschen mal vor Ort haben, ne? So, das wird ein teurer Einkauf. Genau. So, haben wir auch gemacht. Jetzt zum Lager. Handwagen. Wir haben einen Handwagen. Hey Leute, wir haben hier in diesem Spiel einen Handwagen. Ja, und der Postbote war. Der Postbote mag mich in kein Spiel, ganz ehrlich. Die schmeißen alle immer mir die Sachen vor die Füße, ey. Was sind das hier für Postboten immer, ey? Ganz ehrlich. Erstmal brauche ich die Regale. Ohne Regale läuft nichts. So, hatte ich noch eins bestellt? Ach, da hinten liegt das. So. Kann ich das nicht da oben drauf setzen? Nee, ne? Lol. Also wir können das Regal nicht da oben hinsetzen. Das geht nicht? Okay. Dann bringen wir das eine jetzt schnell zu Fuß rein. Ja. Wieso kann ich das jetzt nicht bewegen? Hallo? Aha. So. So, dann stellen wir das nämlich dahin. So. Wieso ist denn das jetzt schon wieder, ey? So. Wieso? Hä? Moment, ich krieg's hin noch, Leute. Ich krieg das noch hin heute. Na, ich stell's jetzt mal hier hin. So. Jetzt steht's richtig. So, krieg's jetzt auch so dahingestellt. Wand. So. Mann, ey. Ja, ich weiß, am Anfang ist ein bisschen schwer bei mir. So, mal gucken, kann ich mit dem Wagen einfach durchbrettern? Oder nimmt der Wagen mir das dann übel? So. Oh, okay, die Kartons haben wirklich Kollision. Also da muss man wirklich dann aufpassen. So, einmal hier abstellen, komm. So. Ja, jetzt stehen sie richtig. Warum sie eben nicht richtig gestanden hat, das eine Regal, das kann ich euch gerade nicht sagen. So, dann stellen wir das nämlich schön hier hin. Die Regale. So. Zwar irgendwie sehe ich aus wie so eine alte
gerade mal, weiß ich nicht, so eine Apotheke, die gerade aufgemacht hat, die noch gar nicht wirklich fertig ist für die Kundschaft, aber egal. So. Na komm. Ich glaube, irgendwie mein Bollerwagen hier ist zu klein. Immer wenn ich so viel bestellen sollte, ja. Ich glaube, das ist dann echt ein bisschen. So. So. Das ist dann so viel Platz. Naja, gut. Wir gucken mal, ob wir jetzt mal die Sachen übereinander stellen können. Also, das sind ja kleine Kartons. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich die jetzt da drüber drauf noch stellen? Nö. Das ist so ein Kritikpunkt. Also, und das finde ich jetzt nicht so schön. Also, ich finde schon, also, dass man hätte machen können, dass wirklich auch man stapeln kann, die Sachen. Na toll, haben wir das über. Stellen die erstmal dahin. Ja, ich muss erstmal auffüllen jetzt hier. Das ist auch irgendwas so. Ja, das ist dasselbe. Nee. Und nur so aus von oben. Auch erstmal was übergelassen. Aber ich denke, wir machen gleich schon mal auf die Apotheke. Während wir auffüllen, können dann die Kundschaft ja schon mal angedabbelt kommen. Können ja erstmal schon zu uns kommen hier. Ja, auch noch zwei über, ey. Ja, irgendwann. Dann gibt es ja auch dann wirklich ein Lager. Wir haben hier ja irgendwie so ein kleines Lager, aber. So. So, dann würde ich sagen. Stellen das mal hier hin. So. Und machen wir mal auf. Komm. So, wir haben geöffnet. So, und während die Kundschaft irgendwann gleich kommt, können wir erstmal in Ruhe hier nachfüllen. Ich hoffe, ich habe genug Regale bestellt. Nee, den Hubwagen, den Bollerwagen wollte ich jetzt nicht nehmen. Da eigentlich die Sachen hier drauf. Ein bisschen nachfüllen. So, auch da in die Ecke erstmal. Weil ich nicht weiß, brauche ich noch welche, brauche ich nicht. So, dann können gleich mal die Kunden kommen. Hallo, ich bin gleich fertig. Wo bleiben die Kunden? Hallo? Ah, da hinten kommt einer. Da läuft einer. Dann hoffe ich mal, dass der in meine Apotheke möchte gleich. Ja, ich weiß, sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit den ganzen Kartons hier, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich probiere erstmal hier irgendwie das Lager hier ein bisschen hier hinzusetzen, das Lager. So. Nächster Karton. Ah. Ich hätte eigentlich auch noch Preise gucken sollen, ob ich so Preise noch angleiche, aber man sieht leider am Regal noch keine Preise. Ja. Eben kein Kunde da und jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Kunden. Ja, Moment, ich komme gleich zu ihnen. Muss nur noch zwei Sachen. Nur noch zwei Sachen. Dann können wir drüber reden, was sie haben möchten. So. Der ist doch leer. Ja. So.
Letzter Karton und dann bin ich bei Ihnen. Dann bin ich bei Ihnen. Nee, nix. Ah, jetzt sehe ich was. So. So, ich bin bei Ihnen. Ich komme geflitzt. Guten Tag. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ein Benzatom. Ein Benzatom. Das habe ich eben gehabt. Melatonin. Benzatom, da haben wir es da. Bitte sehr. So. 9. Oh, war aber nicht viel. Bitte. Dankeschön. So, was möchten Sie denn haben? Hallo, ja, Dachchen. Was möchten Sie denn bestellen? Okay. Was, Benzatom nochmal? Bitte. Jo, aber ich will einmal kurz gucken. Kann ich irgendwo Preise schon anpassen? Das ist Bestellung. Also, nee, hier ist Computer nur. Das ist. Achso, das ist für E-Rezept. Cool. Okay, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich kann auch keine Preise anpassen, oder? Sieht jedenfalls nicht so aus. Okay, was wollen Sie denn? Hm? Ja. Ein Melatonin und ein alter. Ja, okay. Also einmal Melatonin, das war glaube ich hier. Jawohl. Für angenehme Nächte. So. Wo haben wir es denn jetzt? Da. Ach, Paracetamol ist das. Ach so. Ja, okay. So, bitte. Ja, nee, nimm mal mit. Genau. So, und du möchtest? Ein Nikotingum. Ah ja, eben als Raucher gewesen, ne? Da. Stop Smoking Act. Genau. Bitte. So. Oh, ist ja billig, ey, das. Muss ich unbedingt mal, glaube ich, preislich anpassen. So, was möchten Sie denn? Alter Feen, alter. Oh, Entschuldigung. Habe ich mich doch glatt verwechselt. Moment. Nee, alter Feen möchte die. Das. Ibuprofen möchte die. Ey, täusche ich mich oder donnert das hier im Spiel? Jo, das regnet sogar. Ist ja geil. Okay, ja. Das donnert und regnet in diesem Spiel und blitzen auch ein bisschen. Ja. So, was? Was ist das denn? Ah. Ach, Schall. Weiß ich nicht, aber es könnten Halstabletten sein. Also solche Lutschbastillen, wenn ihr Halsschmerzen habt. So, der nächste. Okay, ein Allergie. Das war hier irgendwo. Oh, ich finde das wieder nicht. Da. So. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mich vertippe? Hier steht ja $10. Was ist, wenn ich einfach sage 15? Aha, also ich kann keinen anderen Wert eingeben. Das macht die Kasse nicht mit. Ah. So. Okay.
Muss ja immer wieder gucken, weil ich weiß noch nicht so ganz, wo ich alles hingepackt habe. Ach, Cetirizin, das scheint, ich glaube, das ist auch ein Antiallergikum. Also mehr willst du nicht? Okay. Einmal kurz Kasse. So. So. So, was möchtest du? Astorin. Hab ich das? Wie sehe ich das gerade nicht? Astorin? Doch da. Acetylinstein. Ach, das ist schleimlösend. Ja, wenn man schon Probleme mal damit hattet, dann kennt ihr das. Ja, okay. Hab ich in dir deine Tasche getan? So. Öffne die Store-App und kaufe Farbe aus der Deko-Abteilung. Farbe, Beleuchtung, Möbel. Wo kriege ich denn jetzt Farbe hier weg? Lagerregal. Ach, hier haben wir Lagerregal. Beleuchtung. Also öffne die Store-App und kaufe Farbe. Farbe. Hier ist ja nur Medikament, also muss das hier sein. Aber wo kriege ich denn hier Farbe weg jetzt? Ja, Lizenzen erforderlich. Lagermaterial, Beleuchtung. Geht nicht. Ah, hier, Wandfarbe. Oh, hier, guck mal. Wandfarbe, Bodenfliesen, ja. So. Ja. So, Jungs, wir machen gleich mal zu. Wir müssen nämlich, ich pinsel gleich mal hier mich noch um. Ja, Moment, wir haben zu. Ja, ich mache jetzt den Laden zu. So. So. So, jetzt haben wir Farbe. So. So, wir haben ein bisschen Geld eingenommen. So, stell die Farbdose ab. Machen wir. Und nun? Nutze den Walzen mit Tab oder Scroll. Ach so, ah. Okay. Und dann Steiber. Ah. Also, schon wieder die Farbe alle. So, dann sieht die Wand nicht so trostlos mehr aus, Leute. Und da sieht man richtig, wie die Farbe weniger wird. Das ist natürlich auch schön gemacht worden. So, ich glaube, der Eimer ist gleich leer. Ich hoffe, das reicht für die Wand hier. So. So, einmal geht noch. Einmal, wo mache ich denn nochmal? Ah, wir machen hier nochmal. So. Okay, also. So, und jetzt soll ich nochmal Bodenmaterial kaufen. Ein Bodenbelag. Oh, hier rote Wandfarbe, grüne. Naja, auf Fliesen 3 kommen. Dann kaufen wir mal 3 Stück erstmal. So. Jetzt muss der Apotheker auch noch hier fliesenleer sein. Darf ja nicht wahr sein. Ey. So. So, und dann? So. Nimm den Wohnraum, okay. Und dann? Ich bin aber brutal zu meinen Bohnen, ganz ehrlich hier. Ganz ehrlich. Ich bin echt mit Apotheker und Fliesenleger in ein. Ach ja. Und nebenbei bin ich auch normaler hier in diesem Spiel. Ja.
Ist ja. Na gut, na gut. Habt ihr schon mal jetzt mal einen ersten Einblick von diesem Pharmacy Simulator bekommen? Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch was. Darum, also er ist nicht schlecht. Ein paar Sachen finde ich müssten noch gemacht werden, aber die Grundidee finde ich schon mal ganz lustig gemacht. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich habe jedenfalls, ich persönlich habe so einen Simulator, der mit Apotheke zu tun hat, bis jetzt noch nicht gehabt. Also so. Darum, mal was anderes. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao, ciao.